Also ich glaube, wir müssen einfach jede Option untersuchen. Und ja, es gibt die Mission, die ist allerdings im Winterschlaf. Also die wieder sozusagen Aktivierung wird einige Zeit lang brauchen. Wir haben sie damals 2007 aus gutem Grund hier eingestellt, weil das hätte bedeutet, dass sie mit der Hamas zusammenarbeiten. Das war für uns undenkbar und bleibt für uns undenkbar. Jetzt ist die Situation vor Ort eine andere. Das heißt, wir sollten uns das sehr genau anschauen, ob das eine Möglichkeit wäre. Was wir natürlich wollen, ist, dass der Grenzübergang Rafah wieder aufgeht und humanitäre Hilfsgüter wieder reinkommen können nach Gaza. Haben Sie hier nicht die Angst, dass sich die EU in ein Pulverfass sozusagen einmischt? Man muss hier ja auch mit palästinensischem Personal arbeiten. Da könnte sich natürlich die Hamas einschleusen. Da geht es um Waffenschmuggel und so weiter. Es ist alles heikel momentan, absolut. Aber ich glaube, man muss auch den Mut haben zu sagen, wir wollen ja helfen. Und wir können nicht indifferent sein zum Leid der Zivilbevölkerung in Gaza, genauso wie wir nicht indifferent sein können zu den dramatischen Erlebnissen, die Israel durchlaufen musste und dass wir weiterhin ja über 100 Geiseln in den Fängen der Hamas haben. Also ich glaube, wenn jeder nur auf der Seitenlinie steht und gute Ratschläge gibt, dann kommen wir nicht weiter. Und gerade als Europäische Union steht es, glaube ich, gut an, dass wir auch öffentlich uns überlegen, wie können wir vielleicht wirklich konkret vor Ort Hilfe leisten. Sollte sich Israel an diese einstweilige Verfügung des Internationalen Gerichtshofs halten, Ihrer Meinung nach, und den Kampf in Rafah beenden? Also zwei Punkte. Punkt eins, und sehen wir einmal alles an, was der Internationale Gerichtshof gesagt hat. Auch beim ersten Urteil ist er deutlich gesagt, dass Israel ein Selbstverteidigungsrecht hat. Er hat auch die Hamas aufgefordert, ultimativ die Geiseln freizulassen. Ich finde es etwas bedauerlich, dass dieser Punkt immer wieder in der öffentlichen Wahrnehmung sozusagen unter den Teppich gekehrt wird und vergessen wird. Wir haben selber auch noch einen österreich-israelischen Familienvater von zwei Kindern in den Fängen der Hamas. Also ich glaube, wir sollten auch diesen Fokus sehr klar behalten. Und ich habe selber schon bei meinem Besuch in Israel im Februar gesagt, dass für uns wichtig ist, dass wir einen Plan sehen, einen glaubwürdigen Plan, einen umsetzbaren Plan, wie sie mit den Hunderttausenden internen Flüchtlingen der Palästinenser umgehen, die vom Norden in den Süden geflüchtet sind. Und das ist eine Frage, die eigentlich noch offen ist und die muss geklärt werden. Eines ist für uns Österreicher klar, das humanitäre Völkerrecht gilt immer, überall und ausnahmslos und natürlich auch für Israel. Aber man darf auch nie vergessen, wer auf der anderen Seite steht. Eine Terrororganisation, die sich nichts kümmert um Völkerrecht, die ganz bewusst Zivilisten als Ziele aussucht und gestern gerade wieder sehr bewusst Tel Aviv mit Raketen beschossen hat. Das betonen Sie immer wieder, dass Israel sich an das humanitäre Völkerrecht ebenfalls halten muss. Allerdings gab es gerade erst heute wieder einen Angriff in einer sogenannten sicheren Zone. Wie wollen Sie denn sicherstellen, dass sich Israel wirklich an das Völkerrecht hält, wenn es doch offensichtlich so viele Verdachtsfälle gibt, wo das vielleicht nicht der Fall ist? Es ist, glaube ich, eine unglaublich herausfordernde Situation und man kann sich nur vorstellen, wie schwierig die Situation sein muss für jeden Mitglied der israelischen Armee, der IDF. Es ist auch ein Kampf im urbanen Bereich, das macht es natürlich noch umso heikler. Aber man kann eigentlich einen Staat wie Israel, so wie keinen anderen Staat der Welt, davon entschuldigen, dass es das internationale Völkerrecht gibt und dass das einzuhalten ist. Und ein Rechtsstaat, wenn man so will, wenn er gegen Terrorismus kämpft, kämpft immer, wenn man gewissermaßen mit einer Hand hinter den Rücken gebunden. Und das gilt auch für Israel. Also ja, sie müssen klar signalisieren, dass sie unterscheiden zwischen Kämpfern, Kombattanten der Hamas und Zivilbevölkerung. Das müssen sie auch deutlicher machen. Aber vergessen wir nicht, dass auf der anderen Seite eine Organisation steht, die mit Zynismus und menschenverachtenden Vorgangsweise ganz bewusst Zivilisten in Israel umbringen will und letzten Endes diesen Staat auslöschen will. Wäre jetzt vielleicht nicht auch der Zeitpunkt, ein Zeichen der Solidarität mit der palästinensischen Bevölkerung zu setzen und diesen Staat anzuerkennen, wie das jetzt andere Ratskolleginnen getan haben? Also Solidarität haben wir immer und sehr deutlich gezeigt. Wir haben seit dem 7. Oktober 32 Millionen Euro an humanitärer Soforthilfe zur Verfügung gestellt. Für Gaza, für die Region. Das werden wir weitermachen. Und zum Zweiten, es ist in Wirklichkeit Grundlage der österreichischen Politik seit Jahrzehnten, dass wir eine Zwei-Staaten-Lösung wollen. Dass wir einen selbstbestimmten, souveränen palästinensischen Staat haben wollen. Nur, ich kann den Akt der Anerkennung, das ist ja nicht etwas für die Galerie, das ist nicht etwas, das man nicht für Medien macht, für die Headline, sondern das soll ja eine Auswirkung haben. Und wir haben klar gesagt, das muss Teil eines politischen Prozesses sein. Wenn ich den Akt der Anerkennung setze, wenn die österreichische Bundesregierung das macht, dann muss es eine Auswirkung haben. Momentan habe ich das Gefühl, dass es eher verpuffen würde. Ich sehe keinen politischen nennenswerten Prozess noch. Die USA haben die Führung
Georgien sanktioniert. Die EU und Sie, meine Amtskollegin, werden heute nur einmal die Situation analysieren. Warum ist man hier so zögerlich? Wir haben den Beschluss gefasst vor einiger Zeit, dass wir Georgien den Kandidatenstatus verleihen. Das wurde mit klaren Bedingungen versehen. Und was wir momentan sehen, ist, dass die georgische Führung genau in die Gegenrichtung geht. Und in einer Art und Weise, die eigentlich erschreckend ist. Und ich glaube, was es braucht von europäischer Seite, ist ein Schuss vom Bug. Wenn wir so wie die Route ins Fenster stellen und sagen, wir beobachten das sehr genau und wir werden auch notfalls unsere Schritte ziehen, weil die EU-Annäherung ist keine Einbahnstraße. Das kann auch alles wieder rückabgewickelt werden, wenn man das Gefühl hat, der Staat geht in die falsche Richtung. Minister Schallenberg, zwischen Israel und der Ukraine hat man den Syrien-Konflikt vergessen. Warum bleiben die EU-Gelder hier hinter den Erwartungen oder hinter den Empfehlungen der UN zurück? Sie haben einen sehr wichtigen Punkt angesprochen, das sicher den Finger auf die Wunde gelegt. Wir laufen Gefahr, dass wir mit dem Fokus auf den Nahen Osten, mit dem Fokus auf die Ukraine, andere Krisenherde übersehen. Sie haben Syrien erwähnt, ich könnte Haiti erwähnen, ich könnte den Südkaukasus erwähnen, wo ich gerade vor kurzem wieder sehr intensive Gespräche gehabt habe mit meinem armenischen Kollegen. Das ist sicher die größte Gefahr, die wir laufen. Wir können uns nicht aussuchen, um welche Krisen wir uns kümmern. Wir müssen uns um alle kümmern. Und ich glaube, dass wir uns sehr wohl überlegen müssen, ob wir nicht unsere Syrien-Politik von Grund auf neu überdenken müssen. Dazu werde ich dann zu gegebenen Zeitpunkt mit einigen Kollegen auch Stellung nehmen. Es hat höchstwahrscheinlich, also ich kenne jetzt die Situation nicht im Detail, aber ich kann mir vorstellen, die Europäische Union hat sich immer sehr stark engagiert in Syrien, dass momentan vielleicht der Fokus verstärkt auf andere Krisen, die auch finanziell uns in Anspruch nehmen, denken wir nur an die Ukraine, und das vielleicht der Hintergrund ist, aber ich kenne jetzt die Situation nicht im Detail, was die syrischen Gelder betrifft. Danke.